Hallo ihr Querlinge, es geht weiter mit den Affis. Wir sind im Jahr 409, Tag 146. Der Affe friert aber nicht mehr lange. Wir sind mitten in der Savanne. Hier wird es gleich ziemlich warm und Zeit für die bevorstehende Hitzewelle, sich noch mehr Wärme zu holen, nämlich die Wärme eines Weibchens. Und ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Wo sind denn die schon wieder alle? Du bist ein Rentner, stimmt's? Ja, du bist auch einer, aber halt, also du bist Single, aber männlich. Du bist greisweiblich. Ach, die stehen, glaube ich, hier hinten hinter dem Torbogen, oder? Nö. Ja, wo sind die denn alle? Da kommt mal alle fein her. Da fehlen noch welche. Das sind Affen jetzt, das sind Gazellen, das ist nicht so schlimm. Hier, ihr könnt was dazugehören. Du bist auch gefragt. So, wer mit wem? Hm? Das ist deine Schwester, das ist schlecht. Kreis. Hallo? Irgendwie sehe ich ja noch Männchen und greise Frauen. Das ist irgendwie alles nicht so gut. Du bist weiblich. Fruchtbar. So. Dann werdet ihr doch mal jetzt anfangen, Kinderchen in die Welt zu setzen. Hm? So, sehr gut. Auf geht's in die Haie. Ich baue jetzt keine weiteres mehr. Das muss mit einem hier reichen. Wir ziehen ja eh gleich um. Wenn Evolutionssprung ist. Expedition beenden. Hinlegen. Partner rufen. Wo kamst denn du her? Naja. Partner ist da. Habt Spaß miteinander. Wir hatten gerade Stream-Probleme, ihr wart gar nicht da. Ich habe jetzt gerade null Zuschauer. Ja, ich hatte null Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder an Twitch, keine Ahnung. Ihr habt nichts verpasst. Ich mache gerade... Habe ich eigentlich gerade... Jetzt habe ich einen Greisen... Okay, ein Opa hat nochmal für Nachwuchs gesorgt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Deswegen habe ich ja so viele männliche Affen gesehen. Das wird eine tolle Generation, die ich hier ansetze. So, pflegen. Okay. Hinlegen. Partner rufen. Und paaren. Es war dunkel. Nachts sind alle Affen grau. Ja? Ich hatte echt gedacht, ich habe hier einen fitten Typen am Mauszeiger. Dabei war das ein Opa. Ich habe es dann erst bei Tagesanbruch gesehen. So, und du hier, du pulst dir Sachen aus den Zähnen. Wir suchen dir jetzt mal eine Frau. Ob uns das gelingt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Gut.
Und gibt's für dich noch ein Weibchen? Hä? Was bist denn du da für einer? Du bist Greis. Die da ist schwanger. Das ist ein Männchen. Da ist ein Weibchen. Ah, guck mal, das ist doch deiner. Das ist deiner. Nicht wie er sich einen Opa angelte, sondern wie er einen Opa verkuppelte. Das habe ich ja gemacht. Ich habe ja nicht das Weibchen gehabt, sondern habe den alten Herren gesteuert. Und die macht noch ein Fußbad, bevor sie hier ist. Patrick, hör auf. Sofort aus. So, jetzt haben wir drei Schwangerschaften. Jetzt können wir hier mal die Gebärmaschine anwerfen. Und zwei von denen sind schon mutiert. Es wird gleich richtig Spaß machen, einen Meteor zu finden. Das kann ich euch sagen. So, ihr habt schon wieder... auch noch mal Musik ausmachen. Hat mit Ruck ein Paar gebildet. War jetzt Ruck der Opa, weil dann würde ich den Jungen noch mal eine Chance geben. Dem Jungen. Ist Ruck der Opa? Du bist der Opa. Du hast ein bisschen andere Fellfarbe, stimmt's? Genau, du bist die ich mit dem Opa verkuppelt habe. Für dich gibt's noch ein strammeres Männchen irgendwo. Ich weiß halt nur nicht, welches das da. Nee, du hast schon ein paar. Du auch. Warte mal, wir gehen erstmal hier dich mit Schlamm einschmieren, weil jetzt wird's hier echt warm. Aber ich kenne die Stelle, hier gibt es ein Schlammbad. Da kann man euch gleich das Problem mit der zu hohen Temperatur lösen. So, wer ist denn jetzt für dich da? Einer hier. Bleib mal stehen. Hey, du willst dich nicht paaren, ha? Huh? Nimmst Reis aus. Du bist ein Männchen, stimmt's? Du bist ein Single-Männchen, genau. Dann setzt ihr mal das zweite Kindchen an. Du wirst halt Adoptivvater von, naja, von deinem Stiefkind. Quirder-Date-Doktor, genau. Das funktioniert prima, wenn ich das in die Hand nehme. Hinlegen. Rufen. 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 Ach, da kommst du her. So, dann mach mal dein Ding. Herr Patrick, was glaubst du, woher die ganzen
Unzulänglichkeiten der menschlichen Psyche herrühren. Die rühren genau als Spätfolgen von derlei Aktionen her. Du bist fruchtbar. Wechseln. Du kannst deinen Partner auch noch rufen. Dann macht ihr noch und dann haben wir es doch. Uhuhuhu. Wir haben 6 Kinderchen, davon 3 mutationslos. Jetzt müssen wir die Mutationslosen finden. Das ist ein mutationsloses. Und das ist eins mit Mutation. Hinlegen. So, okay. Das Kind, was auf dem Bett ist, das brauchen wir nicht. Wo sind die eigentlich alle? Die Kinderchen? Ah, hier ist eins. Das ist auch ein mutiertes. Können wir auch hier abladen. Wir haben jetzt 2/3 Chance, dass das nächste Kind, was wir finden, wenn wir überhaupt noch mal ein Kind finden. Da hinten sind welche. Dass das entsprechend nicht mutiert ist. Genau. So, die 2, die müssen wir mitnehmen. Ich park dich mal gleich hier irgendwo im Wasser oder hier am Wasser. Wechseln. Du kommst auch noch mit. Such das letzte nicht mutierte Kind. Vielleicht ist es ja der kleine Mann hier. Der ist es auch. Sehr schön. So. Jetzt zieht ihr beiden los. Folgst du ihr jetzt? Ja. Maßnahme Nummer 1, mit Schlamm einreiben. So. Ansonsten seid ihr ja relativ fit. Wir brauchen nur ein Faustkeil, reicht eigentlich. Ich glaube, die Tiere sind alle noch nicht wieder da. Das geht wirklich erst nach einem Evolutionssprung. So. Ich gebe dir mal einfach diesen Stein zu treuen Händen. Bett kenne ich, ja, das will ich jetzt aber nicht haben. Such du dir noch irgendeinen anderen Stein und dann muss ich anhand meines Erinnerungsvermögens bzw. meiner Notizen versuchen, einen Meteor zu finden. Es gibt im Moment 2 Meteore, die schon da liegen, die wir noch nicht benutzt haben. Steine sind Mangelware. Ja, absolut. Also, das ist schon ein Fehler. Egal, wir ziehen los. Das ist Teich und Tümpel, das ist gar nicht verkehrt. Dann ist erstmal die Richtung. Zwischendrin bei Gelegenheit bitte mal einen Stein aufheben. Riechen. Ich weiß, dass wir noch riechen üben müssen, deswegen werde ich jetzt ein bisschen verstärkt riechen. Wir müssen vor allen Dingen aber bedrohliche Gerüche wahrnehmen. Da haben wir ja aber gerade keine.
Bedrohliche Gerüche sind ja die, die so ein bisschen rötlich eingefärbt sind. Keine Steine da. Da, bedrohlicher Geruch. Wichtig, steh mal auf. Da findest du noch mehr. Ja, gut. Dadurch könnte sogar noch, wenn wir das jetzt oft genug machen und es nicht mehr so viel ist, was wir machen müssen, könnten wir tatsächlich noch ein Neuron ausreifen lassen. Aber ich rechne mal lieber nicht damit, dass das noch passiert. Genauso wenig, wie ich damit rechne, dass wir jemals noch einen Stein finden hier irgendwo. Die hat einen Stein. Und die hat sich gewehrt. Ja. Sehr gut. Blöde Mamba. Joe, schlaf gut. Ah, Steine, sehr schön. Weißt du was, ich gebe dir sogar die richtig guten Dinger. Und hack hier mal einen Obsidian-Spachtel zurecht. So. Jetzt. Nase in den Wind. Bedrohlicher Geruch, womöglich. Da hinten auch nochmal. Ja. Mal hören, da ist was. Aber sind Gazellen. So, Teich und Tümpel. Da, zwischen Teich und Tümpel und... Nee, da nicht. Zwischen Teich und Tümpel und Trockenbassin-Oase. Da dazwischen gibt es irgendwo einen Meteor. Irgendwo. Was fangt ihr schon wieder mit der Schaufel an? Was ist denn mit euch los? Ist doch irgendwas verkehrt mit euch? Mann, oh Mann. Hier geht es um wichtige Dinge. Hier geht es darum, Kinder zu verstrahlen. Und ihr redet von Schaufeln. Also echt. Meiner Erinnerung nach ist das Ding irgendwo in der Nähe eines Felsens. Ich habe den Felsenverdacht da ganz hinten hinterm Affenkopf. Dass es da in der Nähe irgendwo liegt. Mal gucken, ob ich recht habe. So, jetzt müssen wir schon mal langsam ein bisschen hier Obacht haben. Ich stehe mal auf. Es könnte jetzt theoretisch hier schon irgendwo sein. Mit Betonung auf irgendwo. Na, da noch
nicht. Hier gibt's Schlangen. Das da sind Bären wahrscheinlich. Ja, und nicht Angeria. Ach, jetzt den Meteor finden. So, schön. Gute Beschreibung, hab ihn. Sehr schön. Mir hat übrigens jemand auf YouTube geschrieben, Buffy, das ist wichtig für dich. Man muss gar nicht das Bett an dem Meteor bauen. Er hat mir nämlich geschrieben, es reicht, wenn du den Meteor inspizierst und alle Kinder, die da in der Nähe sind, während das passiert, die kriegen ihre Mutation, wenn man sie dann am Bettchen absetzt. Und man muss das Bett nicht neben dem Meteor bauen. Buffyline, wollen wir das wagen? Es ist ja nur, ich habe das gehört in einem YouTube-Kommentar von jemandem, der das Spiel auch spielt. Wollen wir das jetzt wagen? Wir wissen, andersrum geht's sicher. Wenn wir jetzt hier ein Bett bauen, wissen wir, dass es funktioniert. Wir können aber auch mal gucken, ob es auch anders geht. Buffyline, was sagst du? Ich finde Buffys Kommentar, immerhin merkt so keiner von uns, dass er keine Ahnung hat, wo der Meteor ist. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, er hat ihn. Edge. Genau, Buffy. Also im schlimmsten Fall würden wir den Meteor in Anführungsstrichen verbrauchen, ohne dass es geht. Aber ich würde das jetzt mal so probieren. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben jetzt hier drei Babys in unmittelbarer Umgebung. Ja, hier. Also viel näher geht's ja nicht. Jetzt inspizieren. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Der Meteoritenstandort pulsierenderweise im Gebiet einzelner Kapok. Und dann nehmen wir den noch. Jo. Und können den auch noch mal inspizieren. Jo. Das ist die zugehörige Errungenschaft. Und jetzt müssten die Babys Mutationen haben. In der Hoffnung, dass das stimmt. Buffyline, mach das bitte. Das ist doch schön dafür, das Best-of. Nominier das doch bitte, was du da schreibst. Achso, wir sollten aber noch ein bisschen hier Zeugs erkunden, weil wir mit Babys am Bauch gut neuronale Energie sammeln. Buffy, das macht nichts. Also, wir werden ja noch in 2 Jahren tägliche oder halb- oder zweitägliche Cyberpunk-Episoden haben. Bei meinem Spieltempo. Insofern passiert da noch viel. Vor allen Dingen, wenn ich dann die einzelnen Autos durchprobiere und dann immer wieder neu anfangen muss. Und wo ist denn unser Felsen? Ach, da hinten ist er, ja. Riech mal, das gibt Energie. Aus den Nasenschleimhäuten kommt sie. Ist unser Affen. Ja, unser Affenbegleiter ist dabei. Sehr,
sehr gut. Also wenn das jetzt mit den Mutationen geklappt hat und wir genug neuronale Energie hätten, um alle ausgereiften Neuronen zu festigen, die es da so gibt, dann könnten wir direkt dann den Generationswechsel machen und den Evolutionssprung. Genau in dieser Episode. Und da bin ich gespannt, wohin es uns verschlägt. Dann haben wir, glaube ich, die vorletzte Stufe erreicht. Buffy, zu mir sollte man in der Tat nicht in ein Auto steigen. Das meine ich völlig ernst. Patrick, ich verweigere die Aussage auf deine Frage. Das sind nur Gazellen, das sind zu viele, das können keine bösen Tiere sein. Schön riechen. Für die Energie. Und dann sind wir ja auch quasi da. Ach, jetzt habt ihr wieder Futter für irgendwelche Verschwörungstheorien. Wie schön! Trautes Heim, Glück allein! Riech mal an deinen Verwandten. Ja, wir haben jetzt nicht die maximale neuronale Energie, aber wir haben relativ viel. Vielleicht reicht es ja. So, jetzt gilt's. Ich muss erstmal die Sachen ablegen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir, wenn ich jetzt das Baby hier loswerde, ob wir dann jetzt eine Mutation kriegen. Ja, kriegen wir. Guck, Buffy, es hat funktioniert. Der Tipp war richtig. Ist interessant, weil Buffy, damals, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, hieß es ja definitiv, dass man in der Nähe des Meteoriten ein Bett bauen soll, was totaler Blödsinn ist. Das ist gar nicht richtig. Ich möchte gerne dich steuern, weil wenn ich dich jetzt hier habe, dann kann ich ja noch zwei weitere Kinder ablegen und noch zwei Mutationen sammeln. Ja, sehr gut. Expedition beenden. Okay, Babyline, wir haben wieder 12 Mutationen. Wir machen jetzt mal einen Generationswechsel, aber auch nur, wenn ich genug... Ah, da ploppen jetzt die drei Sachen durch, ja. Das waren jetzt die drei Mutationen aus den Geburten und die drei, die wir gerade verursacht haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle Neuronen, die wir haben, auch festigen können. Denn wir haben jetzt immerhin 9 Festigungspunkte. Warum 9?
Ah ja, 6 Babys und plus 3 Mutationen. Jetzt, das sind 9, tatsächlich. Also du hier, dopaminärge Pfade. Oh, du frisst aber massiv. Oh, es wird nichts mit der Energie. Guck mal an, wie viel das... Das saugt mich ja alleine fast leer. Ei, ei. Ei. Noch einer und dann war's das. Okay, wir können aber wieder an Knochen angucken. Also, steh mal auf. Ich brauche mal ein paar Kinderchen. Ihr Kinderlein, komm mit. Hier, guck dir mal den da an. Das war einer von deinen Vorgängern. Aber wir hatten nur 3 Kreise, richtig? Jo. Wir haben nur 3 Knochen. Mist. Ist es eigentlich so, wenn ich jetzt mit 2 anderen Kindern die Knochen mir angucke, habe ich dann neue Energie oder nicht? Weil ich 2 beiden hier nehme. Nur mal, um es zu verstehen. Nee. Das gilt dann für alle Kinder. Okay. Also wir haben nur 3 Tote. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Energie sammeln. Ah, ich weiß, was wir noch machen können. Ja, machen wir. Und zwar, das müssen wir sowieso machen. Wie ging denn das? Wir haben noch nie Termitenhügel benutzt. Und ich glaube, das machen wir, indem wir da auch so drin rumstochern. Wie wir das mit dem Bienenstock machen würden. Nämlich mit so einem abgestriffenen Stangeria-Halm, den ich jetzt hier in der Hand halte. Und dann beim nächsten Termitenbau. Ich glaube, auf dem Weg zum Meteor sind wir an einem vorbeigekommen. Ich sehe ihn auch schon, ja. Dann werden wir das mal probieren mit Babys. Dann entdecken wir nicht nur was Neues, also Termiten, Nahrungsquelle und so, sondern wir kriegen auch einiges an neuronaler Energie, hoffe ich. Hier. Oh, guck dir die Termiten an. Oh. Du so, ach, jetzt guckst du dir den Stab an. Schön, dass du jetzt weißt, dass du einen Stangeria hast. Ein Tunken. Inspizieren. Da oben sind sie alle dran. Neue Nahrung entdeckt. Erntetermiten essen. Da, mindestens 2-mal einen Termitenhügel angewendet. Eigentlich habe ich es nur einmal angewendet, ich habe es 2-mal gegessen. Kann ich das jetzt auch, also kann ich die Termiten auch irgendwie abstreifen oder so? Das ist der Stab. Habe ich in der anderen Hand jetzt Termiten? Ne, habe ich nicht. Die sind einfach weg. Okay, also ein Tunken geht halt wirklich nur bei Termiten. Und wie wir unten rechts sehen, das gibt jedes Mal neuronale Energie. Deswegen macht du das mal so lange, bis es irgendwie nicht mehr geht. Und dit willst du futtern. Jawohl, ja. Der Hunger treibt's rein, der Ekel treibt's runter.
Oh, guck mal hier, diese Heuschrecke. ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie... Also, es wächst, ja, aber wächst es gut oder wächst es nicht so gut? Wobei, ich kann es ja hier in einer Tour spammen. Insofern wird es schon ganz gut wachsen. Wir könnten auch nochmal probieren... Dieses Äffchen hinten mit den Augen. Guck mal, die Augen. Das kriegt nichts ab. Oh, wie gemein. Also ja, es wächst. Ich sehe das gerade. Weil ich habe rechts unten das Chat-Overlay. Das seht ihr aber nicht. Das wird nicht mit gestreamt. Da sehe ich jetzt, dass hinter den Buchstaben dieser Kreis halt immer weiter wächst. Aber halt langsam. Bin nicht sicher, ob es nicht irgendwie schneller ginge, wenn wir jetzt sagen würden, wir riechen nochmal in den Wind. Na gut, das kennst du jetzt schon. Beziehungsweise, wir haben auch noch mit Honig noch was zu machen, glaube ich. Ich erinnere mich daran, dass da hinten an einem Baum an Savannenrand ein Bienennest hängt. Ich würde jetzt mit dem Stab, den ich ohnehin gerade habe, nochmal in die Richtung traben, was ich gerade eh schon tue. Auf dem Weg dahin nochmal die Nüstern aufsperren. Wegen Rieche, seltsame, möglicherweise feindliche Wesen, also bedrohliche Gerüche. Und dann die ganze Sache mit dem Honig nochmal machen. Die kleinen Äffchen stechen lassen von den aufgebrachten Bienen. Und das gibt bestimmt neuronale Energie. Patrick, davon sind nicht nur Amerikaner schockiert, sondern auch Chinesen. Und das will was heißen. Das will was heißen. Also, wenn du einen richtigen Chinesen, wenn du den mit dem, was du isst, schockieren kannst, dann... Ne, das schafft nicht jeder. Achtung, hier sind doch wieder welche unterwegs. Da riecht's nach Büffel. Prägt euch den Geruch ganz gut ein, aber wir kriegen gar keine. Doch, jetzt gab es wieder ein bisschen Energie. Also ich glaube, der übernächste Baum, nicht der hier links, sondern der dahinter. Ich meine, der hätte ein Bienennest. Ich habe da in der Nähe mal so ein paar Tiersachen versucht. Deswegen glaube ich, dass wir wissen. Oh ja, da ist eins. Ich sehe es schon. Mhm. Sehr gut. Es hat sogar zwei Bienennester. Wow. Honig satt. Wenn wir da rankommen überhaupt. Aber es muss ja gehen. Die meisten Nester hängen ja halt. Halt so. Wir werden jetzt hier halt permanent gestochen. Ach so, wartet mal. Ich glaube, wenn sich die Bienen mal ein bisschen abregen. Guck mal, wir können nämlich auch Honig angucken. Das ist Honig. Und den können wir sogar anwenden. Ja, schmier dir Honig ins Fell. Da klebt das Kind von ganz alleine. Tolle Idee. Ist auch gar nicht so, dass die Bienen dich dann nicht finden würden. Oh Mann.
Wir bräuchten auch Schlamm. Ich habe das verpasst, ihr Schlamm zu geben. Wir gehen mal ins andere Nest. Wo ist denn das? Das war doch... woanders. Das andere Nest war woanders. Es war einmal. Ich finde das nicht wieder. Ja, nehmen wir doch das gleiche. So. Ach, wir müssen das so machen, ja? Punkt 1. Hat das jetzt eigentlich gerade, hat das Anwenden von Honig, hat das was gegeben? Also hat das, wenn ich es so mache hier, und hier nochmal aus der Gefahrenzone rausgehe. Hat das Anwenden jetzt neuronale Energie gebracht? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Nein, aber wir haben, eine Errungenschaft nochmal gekriegt. Schön. Jo, da hinten ist Schlamm, das sehe ich. Dann gehen wir jetzt da hin, schmieren uns ein, damit wir die Savanne gut vertragen. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Nochmal riechen, hören, untersuchen. Und dann haben wir einen relativ gut gefüllten, hier nochmal, guck mal, auch gut. Dann haben wir einen ziemlich gut gefüllten Bereich unten mit neuronaler Energie. Ach, das gibt gar nichts. Wenn die Babys da zugucken, gibt das gar nichts. Schade. Schlamm. Ja, es gab ein bisschen was. Sehr gut. Und jetzt zurück. Und das ist das Tolle an der Wohnung, die wir da gerade haben. Auch ohne dieses hier ist seine Heimat-Symbol kann man das immer wieder gut finden. Weil es gibt nur diesen einen riesen schrägen Felsen in der Savanne. Und deswegen sind wir dahin gezogen. So, ich stehe auf. Horch mal. Horchen dürfte auch Energie geben. Ja, gibt es. Riech mal. Der riecht nach Kuhdung. Und das nicht von ungefähr. So. Und Abmarsch. Teer und Fee. Also Teer kann man gut finden, glaube ich, hier bei Erdölquellen, die zutage treten. Aber Federn sind das Problem. Diese Doftiere. Mann, sei doch nicht so aggressiv. Also. Bei Federn müsst ihr erstmal Tiere, gefiederte Tiere finden, deren Federn du, naja, halt lösen kannst, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Um dann eine größere Menge davon zu haben. So. Riechen? Kam da angelaufen, als ob ihm die Savanne gehören täte. Aber der war nur auf Kirsch, der war noch nicht angetriggert. Gut. So viel zum Thema bedrohliche Gerüche. Ist der nicht dabei? Doch. Ja. Prägt euch diesen Geruch ein, Affenkinder. Das müsst ihr euch merken. Jetzt kümmern wir uns mal noch um die liebe Verwandtschaft hier, indem wir sagen, fressen und baden und saufen und so weiter. Macht mal bitte alle mit hier. Keine Ahnung, ob das hier, wenn die das alle machen, ob das
die Kinderchen nochmal voranbringt. Sieht nicht so aus. Schade. Aber doch, vielleicht ein bisschen. Soziale Interaktion. Hm. Du frisst was, alle anderen fressen mit. Ja, das bringt aber auch nicht mehr. Wahrscheinlich musst du schlafen. Patrick, ich mache noch diese Episode zu Ende. Leider dauert es alles wieder länger als gedacht. Setz die beiden Kinderchen ab, mach Evolution. Wir sind gut gefüllt. Das Eindringen in ein unbekanntes Gebiet erzeugt weniger Angst. Also haben wir noch irgendwo was? Da. Der Erfassungsbereich für harmlose Gerüche ist maximiert. Jo. Und da ist noch einer. Erfolgsquote gegen eines Konters gegen ein Wildtier hat sich erhöht. Okay. Ja, damit würde ich jetzt in die nächste Generation gehen. Auch wenn es jetzt die neuen nicht ausreizt, aber es ist ja doch einiges. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 von 9, das soll mir ausreichen. Ich glaube, mehr haben wir auch wirklich nicht. Ja? Ja, mehr ist nicht da. Dann jetzt Generationswechsel und dann Evolutionssprung. Oder wollt ihr den Evolutionssprung am Beginn der nächsten Episode sehen? Bitte mal in den Chat schreiben, ob wir das jetzt noch machen sollen oder nicht. Blühend Phase 1. Buffyline. Lies es und würdige es. Jetzt kommen die Mutationen durchgetickt. Geschicklichkeit haben wir eine bei den Babys. Allesfresser, das ist, glaube ich, wichtig. Motorik. Kommunikation. Ansiedlung und Ausweichen. Mhm. Okay. Hinlegen. Evolution. Das sind die 6 Mutationen, die wir noch mitnehmen. Wir haben tatsächlich jetzt hier neuronal nichts mehr vorzuweisen. Ihr seht aber hier in dem Bereich, also unten rechts, da sind noch viele Sachen, die wir noch machen können. Hier rechts, beziehungsweise oben rechts, sind es noch so einzelne. Oben links ist eigentlich alles erledigt. Und unten links vereinzelt. Ja,
Das ist eine sehr gute Basis, um in die Evolution zu gehen. Wir haben jetzt ja 85%, wir sind 10% mehr, als wir eigentlich haben wollen. Ich würde jetzt den Evolutionssprung machen. Also lehnt euch zurück, weil jetzt tickt es wieder ein bisschen durch. Also Evolutionssprung, der 5., glaube ich. Wenn du dich weiterentwickelst, werden alle spontanen neuronalen Mutationen verschwinden, die nicht von Erwachsenen oder Greisen weitergetragen werden. Na, das sind aber eine ganze Menge mit 12. Es werden bei der zukünftigen Geburt nicht wieder wieder auftauchen. Ich will mich jetzt weiterentwickeln. Genau jetzt. So. Was haben wir geschafft? Wir haben eine schwarze Mamba eingeschüchtert. Das ist völlig richtig. Damit ist das Einschüchtern von Schlangen und Krabbeltieren vollständig. Wir haben einen Machairodus veranlasst, eine schwarze Mamba zu töten, richtig? Wir haben den Meteoriten im Wachsbaumlichtungsgebiet gefunden, auch völlig richtig. Wir haben ein Krokodil veranlasst, eine Gazelle zu futtern. Ist schon länger her. Wir haben einen Machairodus veranlasst, den afrikanischen Büffel zu jagen. Wir haben den Felsenenklaven Meteoriten gefunden. Wir haben Felsenpython dazu veranlasst, eine Dorcas-Gazelle zu killen. Ja. Wir haben selber die Dorcas-Gazelle auch gejagt und erlegt. Wir haben den Schabracken-Schakal gejagt und erlegt. Das Zebra ganz genauso. Damit haben wir auch eine Jäger-Kategorie komplett abgeschlossen. Trockenwasser-Oase in der Savanne, da waren wir in der Nähe des Meteoriten gerade, haben wir entdeckt. Flusspferd hat schwarze Mamba zertrampelt, haben wir auch schon vor längerer Zeit mal gemacht. Und damit ist die Flusspferd-Kategorie auch komplett uns angerechnet worden. Hyäne hat das Zebra gekillt. Wir sind einer Attacke eines Büffels ausgewichen, zweimal. Wir haben die Felspfeiloase entdeckt, das ist da, wo wir gerade rasten, glaube ich. Wir sind der Attacke einer schwarzen Mamba ausgewichen und haben damit Meister des Entkommens vor kriechenden Bedrohungen fertig gemacht. Die Parion-Tümpel-Oase entdeckt, ist auch schon länger her. Attacke eines weißen Nashorns ausgewichen. Teich- und Tümpeloase entdeckt. Hyäne veranlasst, Dorcas-Gazelle zu killen. Das weiße Nashorn veranlasst, eine Mamba zu zertrampeln. Selber eine Hyäne erlegt. Einem ängstlichen Außenseiter geholfen, Clan-Mitglied zu werden. Das war irgendwie im letzten Stream, glaube ich. Verborgener Garten-Oase entdeckt. Das war da, wo wir zuletzt gewohnt haben. Meisterhafter Höhlenerforscher haben wir damit durch. Es gibt dann keine weiteren Höhlengebiete zu erkunden. Die Kategorie haben wir komplett. Wir sind einer Hyäne ausgewichen. Wir haben den Baobab-Meteoriten gefunden. Das war der in der Nähe der Elefanten. Felsenpython hat eine Hyäne gekillt. Krokodil hat ebenfalls eine Hyäne gekillt. Und die Hyäne ihrerseits die schwarze Mamba. Wir haben Nahrung von Zygoten aufgenommen, also Nährstoffe von Zygoten-Nahrung. Der Schabracken-Schakal hat in unserem Auftrag die Felsenpython erlegt. Der Python wiederum den Schabracken-Schakal. wir sind dem Schakal ausgewichen. Und der Schakal hat die Mamba zerkaut. Und das Zebra auch, richtig. Und der Machairodus hat den Schakal als Snack zu sich genommen. Und der Python den Otter. Und listiger Beherrscher des Felsenpythons. Haben wir komplett die Kategorie.
Das Krokodil hat einen Büffel gejagt, und zwar erfolgreich. Und das ist es. Jetzt werden noch gleich ein paar Tode abgezogen. Also wir haben 38 Evolutionsleistungen hinzugefügt, davon 6 Erfüllungen. Ich glaube, Erfüllungen sind immer dann, wenn man so eine Subkategorie komplett hat. Wir entwickeln uns mittlerweile 1 Million Jahre schneller als die Wissenschaft. Und jetzt wird noch ein bisschen was abgezogen, aber dann die Geburt wieder gut geschrieben. 2 Tode, gut, das ist halt ärgerlich, aber nicht so viel, denn 12 Geburten wiegen das wieder auf. Und es bleibt bei 1.022.500 Jahre schneller als die Polizei erlaubt oder als die Wissenschaft erlaubt. Und dann haben wir jetzt den Australopithecus africanus. Im Laufe der Zeit hast du dich weiterentwickelt, um das zu werden, was bekannt ist als Australopithecus africanus. Das Kind von Taung. Beim Australopithecus afarensis, dem letzten, den wir hatten, stand da Lucy. Ich glaube, diese Namen, die da unter der Gattung stehen, das sind die Namen, die Benamungen bekannter Fossilienfunde, meine ich. So, du bist in der Zeit vorangerückt zu 2.466.528 Millionen Jahren vor heute und wirst nun in die Welt zurückgeschickt, um dich mit deinem Stamm, um dich deinem Stamm anzuschließen. Mhm. Und Kind von Taung, Steam-Errungenschaft. Sehr schön. So, wo landen wir jetzt? Erkenne ich gerade nicht wieder, wo das ist. Irgendwo am Savannenrand. Das scheint relativ abgelegen zu sein, aber das muss ja nicht verkehrt sein. Er wirkt nachdenklich. Wo sind wir denn, Ich habe eine vage Ahnung, wo wir sind. Aber auch nur, weil ich ja jetzt die ganzen letzten Wochen so viel hier in der Gegend unterwegs war. Das war auch eine Möglichkeit, wo ich hinziehen wollte. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn wir da auf diese Felsenspitze klettern, dann sehen wir dahinter unsere alte Behausung, würde ich behaupten. Da sehen wir dahinter in der Savanne unten drin diesen Felsen, wo wir zuletzt gehaust haben. Genau. Da hinten am Affenkopf, da haben wir zuletzt gewohnt. Jetzt sind wir hier oben am Savannenrand. Also wir kamen da hinten her. Da ist das Waldgebiet, da haben wir den Stream gestartet, da sind wir dahin umgezogen, an diesen Felsen. Da hinten ist die Savanne zu Ende, da ist so ein Todesende, eine Sackgasse. Aber hier, da wo diese doppelten Felsen sind, dieser gespaltene Felsen, dort geht es dann weiter in so eine andere Landschaft nochmal, die savannenähnlich ist, und dahinter ist dann das Meer. Und wir sind so ein bisschen in die Richtung jetzt schon mal gerückt von unserer Einsiedlung her. Ist gar nicht schlecht, weil hier ist, oben ist Ruhe und ja, da haben wir eine gute Ausgangsbasis. Jetzt muss ich noch kurz mit euch ein Bettchen hier bauen. Weil wir ganz gerne noch mal in die Evolution reingucken wollen. Es geht halt nur im Bett. Aber hier, guck mal, richtig schönen, sandigen Untergrund. Sehr schön. Ich habe das Ding nicht abgelegt, weil die Steuerung so toll ist. Leg es ab. Ich warne dich. Hey. Nein. Du sollst anfangen, hier ein Blätterbett zu bauen. Die Zeit, die Gewirr bei der Entwicklung der Menschen eingespart hat,
haben diese mit dem Schauen von YouTube-Videos wieder vergeudet. Das ist schön. So, Expedition beenden. Ich weiß gar nicht, ob sie eine haben, aber von mir aus. Leg dich mal hin. Wir schauen rein. Das ist die letzte Amtshandlung heute in diesem Stream. Evolution. Jetzt gucken wir uns nochmal die ganzen 12 Mutationen an. Motorik. Unterkörperstärke. Die Sprungweite hat sich erhöht. Xenobiotischer Stoffwechsel. Die zur Bekämpfung einer Lebensmittelvergiftung eingesetzten Elemente sind effektiver. Und nochmal das gleiche, aber eine andere Mutation. Und soziales Vertrauen. Der Aufruf zur Versammlung aller Clanmitglieder hat nun eine größere Reichweite. Na schön. Schlafheilungseffizienz. Die heilende Wirkung von Schlaf ist maximiert. Sehr gut. Fingerfertigkeit. Es sind weniger Hiebe nötig, um eine erfolgreiche Änderung mit Hilfe eines Werkzeugs durchzuführen. Auch sehr schön. Freigesetzte Kraft. Ein erfolgreicher Schlag erzeugt größeren Schaden. Infundibulärer Pfad. Nach einem erfolgreichen Ausweichmanöver oder einem Konter wird eine Dosis Dopamin abgesondert. Aha. Entschlossenheit. Bei der Reaktion auf eine Bedrohung wird weniger Dopamin benötigt. Willensstärke. Alle Bedrohungen verursachen weniger Angst. Und Thermorezeptoreffizienz. Die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf die Vitalität sind vermindert. Das ist auch gut. Sowie Bindungsbedürfnis. Während eines Generationenzeitraffers entwickelt jedes erwachsene Clan-Mitglied automatisch Bindung mit einem Partner, sodass Paare gebildet werden. Ach, das muss ich ja nicht mal selber machen. Das ist schön. So, kurz vor Ende des Spiels. Grrr. Okay, das waren die Mutationen und die haben dazu geführt, dass jetzt ein paar Neuronen auch schon wieder aktiv sind. Und zwar ist das so, das Neuron hier unten. Wir hatten schon alles gemacht, was man dafür machen muss, um dieses Neuron zu kriegen. Aber das Neuron hat als Ausgangsvoraussetzung hier halt diese eine Mutation. Und erst wenn wir die Mutation über einen Evolutionssprung kriegen, dann ist das hier erst freigeschaltet. Deswegen ist es nach einem Evolutionssprung jeweils so, dass dann solche Neuronen auftauchen, also ausgereift, obwohl wir jetzt ja eigentlich gar nichts gemacht haben. Wir haben jetzt hier schon wieder zwei Neuronen und ich glaube, da waren noch ein oder zwei andere. Stimmt's, Spiel? Hä? Da oben ist noch eins, ist Nummer 3. Und? Ah ja, 3. 3 ist ja auch schon mal gar nicht schlecht. Als Ausgangsbasis. Ja, wie wären denn die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte wären, dass wir nochmal in die Evolution reingucken. Ja. Also, Erforscher, das hier, Meister Entkommens vor jähzornigen Angreifern ist komplettiert. Meister Entkommens vor kriechenden Bedrohungen ist komplettiert. Meister des Entkommens vor Raubtieren, da fehlt noch eins. Irgendeinem Raubtier sind wir noch nicht oft genug ausgewichen. Das finden wir auch noch heraus, was das ist. Dschungelerforscher haben wir schon längst komplett. Das hier ist noch eine Erkundungskategorie, die kommt dann noch. Seenforscher ist komplett. Das hier ist noch die übernächste Erkundungskategorie, die kommt auch noch. Savannenforscher, fehlt uns noch was. Das machen wir jetzt als nächstes, um die übrigen Savannensehenswürdigkeiten zu finden. Dann Walderforscher haben wir komplett. Höhlenforscher komplett. Und das hier ist ja die Überkategorie über alles. Das heißt, die ist erst ganz am Ende komplett. Und an Beginn der Spiritualität haben wir auch schon längst. Und eins mit dem Universum, da fehlen halt noch die zwei Meteoritenstandorte. Wobei einer liegt schon und einer müsste noch irgendwann runterstürzen. Aber das kriegen wir auch hin. Also hier bin ich der Meinung, das kriegen wir alles hin. Dann bei Ausbreitung haben wir... Moment... Aufstrebender Baumeister ist komplett, furchtloser Anführer ist komplett. Gefürchteter Rivale, da müssen wir Viecher einschüchtern, also Stichwort Nashorn, Elefant und so weiter. Das, na,
ist noch was zu tun. Das schaffen wir nur in der Gruppe. Dann Spezies, also die Krabbel- und Kriechtiere einschüchtern haben wir komplett. Dann hier fehlen auch noch ein paar Raubtiere, die wir einschüchtern können. Und hier töten haben wir auch noch nicht alles gemacht. Also wir müssen einschüchtern und killen. Das ist jetzt das Nächste, was so wichtig wäre. Das hier haben wir komplett. Bester Jäger ist auch fast komplett. Edelmütiger Anführer. Buffy, das werden wir nicht hinkriegen. Das ist unsere böse Kategorie. Dazu bräuchten wir erstmal wieder so ein paar tote Affen. Also wenn ich jetzt genau wüsste, dass ich jetzt drei erwachsene Quirlingsaffen von der Klippe stürzen lasse, mich wieder ins Spiel einlogge und dann in der näheren Umgebung unseres jetzigen Hauptquartiers dann drei versprengte Hominide finde, dann würde ich darüber nachdenken, das zu tun. Aber das war ja immer so verbuggt bisher und so unzuverlässig, dass ich das mir nicht traue. Also das werden wir wohl nicht hinkriegen. Listiger Beherrscher Krokodil, das haben wir komplett. Listiger Beherrscher Elefant, da fehlt noch eins, und zwar Elefant meets Crocodile. Flusspferd ist schon längst komplett. Hyäne ist komplett. Schakal fehlt noch. Schakal frisst Schwein, das kriegen wir aber hin. Jetzt haben wir wieder neue Tiere überall. Machairodus ist eine große Kategorie, aber sie ist komplett. Der Otter ist keine Kategorie, aber genauso komplett. Felsenpython ist komplett. Und das Nashorn, das habe ich halt bisher nicht viel spielen können, weil mir die Nashörner ausgegangen waren. Territoriale Vorherrschaft ist komplett. So. Also hier, das kriegen wir auch alles hin, bis auf dieses böse, adoptiere, nicht vorhandene Hominiden. Handwerkskunst haben wir, fortgeschrittener Problemlöser haben wir, reifer Jäger haben wir, assoziatives Lernen, da fehlt noch irgendwas, das finden wir aber auch heraus irgendwann. Werkzeuganwender komplett, Holz- und Pflanzenwerkzeuganwender komplett. Dann hier die frühe Phase haben wir schon, die reife Phase haben wir schon. Wir sind jetzt in der blühenden Phase, die kriegen wir auch irgendwie hin. Herausbildung wissenschaftlichen Denkens, das schaffen wir auch irgendwie. Das haben wir schon. Und hier Stoffwechsel, da fehlt jetzt noch eine Sache. Es gibt noch eine Sache, die wir noch häufiger essen müssen. Das werde ich mal recherchieren, was das ist, weil mit diesen komischen Fremdwörtern, das kann ich alles nicht zuordnen. Mollusken sind die Schnecken, pflanzliche Nahrung sind so Blätter, Kotyledonen, was weiß ich, Pilznahrung ist klar, Insekten ist klar, Oviparien waren Eierleger, Zygoten, keine Ahnung, und da ist wieder diese komische Steuerung, dass ich wieder rausgeflogen bin. Also, das sieht relativ gut aus, wir werden alles hinkriegen, außer die Hominiden, die halt nicht zu adoptieren sind. Habt ihr mir überhaupt zugehört? Nein, hä? Egal. Ich fasse zusammen. Wir haben noch 15% zu gehen. Und die größten Baustellen, die wir im Moment haben, ist die Erkundung der restlichen Spielwelt, die wir noch nicht kennen. Und töte große Tiere und schüchtere große Tiere ein. Elefant, Nashorn, Büffel haben wir noch weder eingeschüchtert noch gekillt. Wenn wir die dreimal haben, dann sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus. Hyäne haben wir gekillt und auch schon eingeschüchtert, glaube ich. Ja. Was da noch fehlt, weiß ich nicht. Krokodil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal ein Krokodil eingeschüchtert haben. Das ist auch so ein Grenzfall. So, damit soll dieser Stream zu Ende sein. Wir haben sehr viel geschafft. Und es lohnt sich jetzt im nächsten Stream weiterzumachen, nämlich mit Erkundung und diesen ganzen Bedrohungssachen. Neue Kinder in die Welt setzen und dann mal gucken, wie wir vorankommen. Uns Richtung Küste fortbewegen. Ich werde nochmal irgendwann eine Offstream-Phase einfügen müssen, aber die ist dann relativ kurz. Weil diese Tierbegegnungen mit dem Nashorn und die zwei anderen, die noch fehlen, die sind halt relativ schwierig zu verursachen, wenn man da irgendwie im Stream ist. Da muss man, ja,
Das kostet zu viel Zeit und das ist dann zu nervig. So. Geht's euch gut? Nein, Luther, ich mache keine 12-Stunden-Streams. Das ist affig. Das guckt sich keiner an und das ist für den Streamer nicht gesund. Punkt. Und schon gar nicht bei 100 Abonnenten, die ich ja habe. Oder Follower, sind ja keine Abonnenten. Genau, Scary, der Teil der Welt, die wir noch nicht... also, da kommt noch was, genau. Das gucken wir uns dann an. Ich weiß genau, wo es hingeht. Das werden wir dann im nächsten Stream schwerpunktmäßig machen. Wir werden einen Affen mal auf große Erkundungstour schicken und werden versuchen, in einem Stream, also in einer Episode, komplett die noch fehlenden Sehenswürdigkeiten der Welt zu entdecken. Und in der darauffolgenden Episode werden wir versuchen, so ein paar Sachen zu machen, wie diese Werkzeuganwendung, die noch fehlte, und eine Gruppe zusammenzustellen an Affis, die dann mit Speer und Schild bewaffnet versucht, einen Elefanten einzuschüchtern. Ob uns das gelingt, weiß ich allerdings nicht. Na, das wäre so zu tun. Und damit sind dann zwei Episoden wieder ganz gut zu Ende oder zu füllen. Und dann sind sie vorbei. Und dann werde ich vielleicht noch mal eine Offstream-Phase dann machen, um diese Tierbegegnungen zu farmen. Und dann noch ein weiterer Stream. Und dann haben wir es eigentlich. Wäre jetzt so meine Idee. Ne? Und Luther, nein, das habe ich niemals versprochen. Ganz gewiss niemals. Okay, so, damit sind wir durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind nur noch halb so viele, wie es losgegangen ist. Und deswegen ist höchste Zeit, hier Schluss zu machen. Und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin.